Tag auch, willkommen zu Crazy Quiz mit dem Crazy Enoughen Benny. Der einzig wahre, wohlgemerkt. Oh, ich raste aus. So, wir spielen natürlich klassisch, jeder mit seiner eigenen Bedienung. Ja. Und dann spielen wir natürlich das klassische Crazy Quiz. Are you crazy enough? So, da kommt er. Guck dir meine Spielfiguren. Achso, du hast den Nerd genommen? Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Crazy Quiz. Ich darf Sie, Zuschauer zu Hause vor den Bildschirmen, recht herzlich begrüßen. Ne? Und natürlich auch hier bei mir im Studio meine Assistentin Susi. Betonfrisur. Susi wieder. Hallo Susi. Und nun zu unseren Kandidaten. Begrüßen Sie mit mir Kandidat Nummer 1. Und hier ist unser Kandidat Nummer 2. Oh, wie er sich freut. Hat auch schöne Zähne auf jeden Fall gehabt, ja. Hast du gut ausgewählt, oder? Mhm. Darauf habe ich natürlich bitte geachtet. Wählen Sie eine Kategorie. So, wir haben 12 verschiedene Kategorien. Ich glaube, 10 werden gespielt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Wir haben Natur und Technik, Musik, Überraschung, Überraschung, Film und Fernsehen, Überraschung, dies und das, Kunst, Literatur, Geschichte. Ist ja irre. Ist ja irre. Sport, das wirst du wahrscheinlich nehmen. Und Geografie. Ich beginne mit Musik. Die Kategorie lautet Musik. Okay, wir legen los. Wer erwischte die perfekte Welle? Sehr gut. Ach, das ist die perfekte Welle. Das ist der perfekte Tag. Ja, ach, muss ich da wieder... Musst du drauf zeigen und dann A drücken. Wo kommt der Tango her? Ist das nicht... Kandidat 1. Hey, ich hab doch... Ach so, du drückst erst A, dann bist du dran und dann mit A drauf, was du willst. Also A zum Buzzern, dann hast du nur ein paar Sekunden Zeit zum Antworten. Und hier oben laufen die Punkte runter, / Zeit. Das heißt, je später du antwortest, da war es jetzt zu spät dran. Du musst mit deiner Spitze oben, ne? Wäre eh falsch gewesen. Und dann A drücken. Singen die Red Hot Chili Peppers, hey yo, listen what I say yo. Weiß ich. Sie sind dran. Jetzt nochmal, A! Genauso ist deswegen, einmal A drücken ist nur, du bist dran. Ach so. Und zu dem Zeitpunkt stoppst du dir halt die Zeit, beziehungsweise Punkte. 1999 mit Let Down Impress ich hab's im Ohr, wer war das nochmal, wenn ich sehe, weiß ich bestimmt. Impress me much. Achso, das war genau. Shania Twain. Richtig. Shania. Shania, bitte, und Twain ist auch ganz wichtig. Twain? Twain. Twain. Was war das Hauptinstrument von Kult-Jazzer Miles Davis? Ich habe keine Ahnung, aber wenn es ein Jazzer ist... Ja, bitte, was sagst du? Und Zeit zu Ende. Deswegen, wenn du drückst, hast du irgendwie nur 3-4 Sekunden. Ich wollte erstmal nur mir die Frage safen. Ja, gut, okay, ich nehme das Saxophön. Scheiße. Kriege ich jetzt Punkte dafür? Nee. Bitte wählen Sie eine Kategorie, Kandidat 2. Nimm Sport, dann habe ich es hinter die mir. Kategorie lautet Kunst und Literatur, was ist denn mit dir nicht richtig? Ja. Ja, jetzt das will ich aber sehen. Willst du schon und sehen? Wir legen los. Welcher Soldat ist der literarische Sohn von Jaroslav Hašek? Wahrscheinlich. Ja. Na, überrasch mich. Ist es der hier. Bestens. Einfach mal geraten, ey, ist das frech. Wer schlich zu Dionys, dem Tyrannen, dem Dolch im Gewande? Na, Rufi? Ja. Du bist dran? Mhm. Nein, das Pokémon war es nicht. So, die Frage ist wieder zu. Agamemnon. Achso, Agamemnon, ja, das hat man schon mal gehört. Ich weiß auch nicht, was es ist. Ich nehme für wenig Punkte. Ich weiß nämlich gerade nicht, ob man die abgezogen kriegt. Dämon. Das war richtig. Scheiße, ich mal früher gedrückt. Du kriegst sie aber nicht abgezogen. Nee, unten hast du die Punkte aus der ersten Runde und die Punkte, die kannst du noch irgendwie, die oben aus der aktuellen Runde sind, teilweise verlieren. Was? Das Herminchen war alleine. Nee. Ich verstehe die Frage nicht. Und es kann wieder. Wer war denn da noch? Ein Haustier oder was? Wie hieß das denn? Das Paulinche? Schildchen war das. Ich nehme Paulinche. Wunderbar. Yes. Und wer war das jetzt? Weiß ich nicht. Oder war das eine andere Filmreihe? Paulinchen allein zu Hause? Mit jeder Lüge wuchs seine Nase. Wer war's? Klick, 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 klick. Ja, nee. Eulenspiegel ist falsch. Ja. Netter Versuch. Sehr gut. Deswegen habe ich hier oben geklickt, damit ich nicht aus Versehen auf den Antworten bin. Ja, Till Eulenspiel kannst hier in Mölln die Statue den Daumen rum. 7 und 5 Silben. Und er hält was? Was ist los? Ein OD erhält man. Sie sind dran, Kandidat 2. Jetzt ist leider die Zeit um. Wie gesagt, dann musst du schon in der Nähe sein, am besten aus Buzzern. Jetzt du siehst ja, wenn ich jetzt buzzer, achte mal drauf, wie schnell das hier abläuft.
Zink, ruhig nehmen, was mal das ist. Hast du gesehen, wie schnell das vorwärts geht? Ja. Ich hab wieder richtig geraten, ist der Wahnsinn. So, und die Punkte unten sind jetzt fix. Ja. Sicher. Bitte wählen Sie eine Kategorie, ach, du bist dran. Kandidat 2. Nee, immer der hinten ist. Das heißt, so. Solange du mich nicht überholst, darfst du mal aussuchen. Jetzt spielen wir Überraschung. Crazy Scratchen. Da freue ich mich drauf. Finden Sie das gesuchte Objekt. Das versteckt sich irgendwo hinter der Rubbelschicht. Auf dem Bildschirm drücken Sie den B-Knopf, um das Bild freizukratzen. Ja. Sobald Sie das gesuchte Objekt gefunden haben, müssen Sie nur noch darauf zeigen und den A-Knopf drücken. Na, dann fangen wir an zu rubbeln. Dann kann's losgehen. Wird auf jeden Fall irgendwann hart. Wo hängt das grüne Lebkuchen-Ding? Das kann nur oben rechts in der Ecke sein. Nun mach hinne. Rubbel die Katz. Ach du Scheiße. Das ist es doch, Darling. Ach, hab ich nicht richtig getroffen beim ersten Mal. Das haben wir gesucht. Und ab geht die Post. Das grüne Licht, das uns zum Weiterfahren animiert. Achso, das liest auch vor. Hoppla. Ja. Oh. Da. Ja. Ach, du musst auf direkt drauf zeigen. Ja, relativ genau, denke ich mal. Fällt. Ja, ich das dachte ich erst auch, deswegen habe ich beim ersten Mal auch erst einmal daneben gelegen. Das ist doch ganz logisch. Da, siehst du? Guckst du? Ja. Siehst du? Hello? Hast du da schon was? Es geht um Busse. Achso, der Bus kommt einem nicht entgegen, glaube ich, da hinten. Ne, der kommt einem nicht entgegen, der fährt weg. Achso, gut. Hätte ich ein bisschen schneller drücken können, ich habe nur Punkte verloren. Und spätestens, wenn die Sonne untergegangen ist, sorgt der Mond wahrscheinlich, ne? Eine Bratwurst. Erleuchtung. So, Rubbel. Nee, oh, ich hätte fast gedrückt, weil es so hell war. Ist das euer Ernst, Leute? So. Ah, oh, ich. Und ab geht die Post. Wo ist der bei so einer Affenhitze dringend benötigte Drink? Fragen wir uns ja auch gerade, wa? Das fragen wir uns ja auch gerade, ja. Hü. Ey! Oh, dann rubbel ich mir lieber woanders. Natürlich ist er das. Wollt ihr mich verarschen? Sag mal. Ich klicke da nicht nochmal drauf, wenn das nicht funktioniert. Ich habe jetzt schon zwei oder dreimal daneben gelegen. Kann ja wohl nicht sein, dass es komplett freigerubbelt sein muss. Triffst du nicht, oder was? Nee. Hä, wieso macht der, rubbelt der okay, das nicht? Okay, also unten mittig ist nicht so gut und muss ein bisschen weiter oben. Ich weiß auch nicht, was das war. Wieso hat er denn meins immer nicht die ganze Zeit gerubbelt? Ich habe B die ganze Zeit gedrückt gehalten. Sicher? Ja, ich habe ja freigerubbelt, aber nicht alles, sag ich mal. Ne? Ja, alles musst du ja nicht, sobald du es gefunden hast, drücken. Nee, aber ich meine, das hat dann irgendwann aufgehört. Ich möchte auf jeden Fall noch Film und Fernsehen und ist ja irre, bitte. Okay, wir legen los. Haben wir nicht alle? Wenn Sie nee, wir spielen so nur 10 von 12 Runden. Ach, 10 von 12. Suchen Sie auf. Ist ja ganz klar. Ja. Nee, ich suche den Hautarzt auf, wenn ich das hab. So ist es. Ah. Was sind das? Ein Haut, weiß ich nicht, Hautausschlag? Ein Thesaurus. Das hört sich an wie ein Dinosaurier, ne? Nö. Auf ein neues, die Frage. Anstandsdame definitiv nicht. Wörterbuch oder Darmbakterium? Ich nehme für 77. 76, schade. Das Darmbakterium. Und ich war zu spät. Bin ich dran? Es wäre das Wörterbuch gewesen. Gut. Wer sind Michelangelo? Raphael, Klick, 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 klick. Weiß das nicht, mach das nicht. Drück nicht wieder auf den Antworten und beschwer dich. Das sind Musketiere. Ninja Turtles, natürlich weiß ich das. Sofort schon Michelangelo, wusste ich schon. Nee, ich dachte erstmal hier an die italienischen Künstler, bis ich die restlichen Namen dazu gesehen habe, ja. Kandidat 2. Die Frage dann ist. Das ist so einfach. Oh. Das britische? Kann nur eins von den beiden sein. Dann nehme ich das hier. Ja, ist richtig. Das Oberhaus und Unterhaus. Ach. Das hätte man wissen können. Also, ich wusste es ja, aber ich habe natürlich wieder zu voreilig. Monotheismus ist. Eine einglasige Brille, also bitte. Ach so. Kandidat 1. Richtig. Ja. Atheismus, ne? Gar keinen. Monotheismus, folglich nur ein. Logisch Schlussfolgern. Gott, bin ich klug. Man sieht's an den Punkten, du hast leicht mehr.
Kandidat 2, wählen Sie eine Kategorie jetzt mal aus. Bitte, bei Sport. Die ist Kategorie ja irre. Lautet, ist ja irre. Ist ja irre. Hallo, geh mal weg da. Und es geht los. Welchen Rekord hält das Guinness-Buch der Rekorde selbst? Hä? Kandidat 2. Dann nehme ich das. Genau so witzig. Ist es. Ja, meist übersetzt und meist gelesen müsste beides die Bibel sein, oder? Was versteht man unter sein, einer Affenschaukel? Meist übersetzt, ja. Den Ausdruck kenne ich. Kandidat 2. Ja, ist zu naheliegend irgendwie. Ich nehme... Die Frage ist jetzt wieder zu haben. Scheiße, ja, ich hab's schon mal gehört. Eins von den oberen beiden auf jeden Fall. Ich nehme den Jahrmarkt für 100. Ja. Och, ich habe auch echt Pech hier, ne? Kandidat 1. Hilfe! Ah, doch nicht. Wäre auch falsch gewesen. Frisur hätte ich als letztes genommen. Affenschaukel. Ich hab das schon mal gehört. Wie sieht die denn aus, bitte? Laudanum. Was könnte man mit ihm tun? Laudanum. Kernkraftwerk. Fuck. Ich nehme für 160. So, ist, Schmerzstillen. Kandidat 2 ist an der Reihe. So ist es. Ich hätte es witzig gefunden, wenn du mit Ligilauda deinen Garten gedüngt hättest. Mit Laudanum. Wer müsste Cupido kennen? Kandidat, das war richtig. Echt? Cupido, hier, der Liebesbote, der kleine Engel mit dem... Hier, Amor, ja. Pfeil verschießt Bums. Ach, der heißt... Das ist Cupido. Der Fischhändler aus den Asterix-Comics. Das weiß ich. Irgendwas mit X am Ende auf jeden Fall. Ja, haben sie Kandidat alle. Zwei ist Fischstabix? Nee, Methuselix war was anderes. Verleinix kann auch nicht sein. Ist das wirklich Fischstabix? Muss, ist am logischsten. Oh je, oh je, oh je. Automatix wahrscheinlich. Verleinix? Okay. Na gut. Kann und die Kategorie lautet... Ich freue mich. Jetzt musste sie kommen. Jetzt komme ich nämlich, jetzt komme ich ran. Du siehst und ja, es wird eng bei uns beiden jetzt nochmal. Ja, dass ich um Sport nicht rumkomme, war mir klar. Spielmacher beim American Football. Die Sportart, mit der ich mich am wenigsten auskenne. Ja, Quarterback habe ich schon mal gehört. Ja gut, das hätte ich schlussfolgern können, dass es die einzige logische Antwort ist. Ja, aber ich wusste nicht, dass es der Spielmacher ist. Für welches athletische Kunststück war Boris Becker bekannt? Athletische... Return. Kandidat 2 ist an der Reihe. Ah. Ein Hecht wahrscheinlich, ne? Wenn Hecht, weil er gesprungen ist. So ist es. Den Ball hinterher gesprinktet. Den Bäckerkarpfen. Der Bäckerkarpfen, wer kennt ihn nicht? Wie sind die Abmessungen des Fußballs? Boah, das weiß ich auch nicht. Oh, das ist ja alles wahnsinnig eng aneinander. Doch, es müsste das hier sein. Wunderbar. Okay. Ich wusste, dass nämlich bei der Höhe hinten gleich ist. Also ah, okay, jetzt 4-4, ja. Genau, das wusste ich, aber... Die deutsche Olympionikin. Gut, gut, gut. Ah. Kandidat 2. Ja, nee, dann kann es nur eine sein. Es darf wieder gebast werden. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Deswegen nehme ich für 14. Für wie viel? Für ganz, ganz wenig. So, ich riskiere... 9 für die Fischer. Ja. Völlig korrekt. Verdammt. Aber Uschi Diesel war auch nicht schlecht. Also ist auch nicht schlecht gewesen auf jeden Fall. Das ist auch eine Bekannte, der ne? Kugelblitz? Wie der Kugelblitz? Dann kommt keine Frage hinterher. Was wollt ihr denn von mir? Sehr gut. Ah, hier schon. Ja, Kugelblitz, weil? Ja, Spitzname. Weil er so ein bisschen dick war und trotzdem schnell war im Fußball. Ach so, okay. Ja. Gut, das haben wir hinter uns. Wählen Sie eine Kategorie aus. Die Kategorie lautet Film und Fernsehen. Film und Fernsehen. Siehst du, ich hab ein bisschen aufgeholt auf dich jetzt schon. Und los geht's. Wo treffen sich die Friends häufig? Oh Gott, wie hieß denn das vertackte Café? Ach so, ich weiß es. Ich weiß, es ist Central Perk. Bestens. In Joeys Büro. Ja, ich rate auch meistens immer, ne? Ja, ich muss da ein bisschen an dich ran. Wenn du eh 0 Punkte zu verlieren hast, kannst du natürlich bei 52 sofort losbar sein. Die Geschichte der Waltons erzählt. Was weiß ich denn? Kandidat. Und damit ist die Frage. Ist das nicht der? Das ist. Sag mal, das ist doch immer am Ende dieses Gute Nacht, John Boy. Ach, keine Ahnung, ja. Pedro Almodovar. John Boy, ja, kann was. Frauen am Rande? So, das sagt mir jetzt überhaupt nichts. Frauen am Rande der Wechseljahre. Das Nervenzusammenbruch. Das Grand Canyon, falte ich für schwarze. Bestimmt der Sucht für sich. Ich nehme den Nervenzusammenbruch. Ich wollte den Nervenzusammenbruch gerade nehmen. Shoppingsucht hätte ich fast ausgeschlossen. Sehr gut.
Oh, jetzt habe ich auch bei 250 gebassert gleich, weil da wird wieder zurückgesetzt. Wird immer, ja. Was? Wo ist es denn? Ach, du warst zuerst. Ich hab Flammen. Oh nein. Ja, weiß ich auch. Oh, ich hab nur das UFF gesehen, deswegen ist er ganz schnell raus. Ja. Eine bekannte deutsche Actionserie trägt den Titel. Ach, das kriegt man hin. Kandidat völlig korrekt. Verdammt. Einsatz für Boa 3. Blindschleiche 9 übernehmen sie. Ha. So, dann nehmen wir mal Geographie. Oh Gott, bin ich auch nicht gut drin. Du redest ja die ganze Zeit und holst trotzdem deine Punkte. Nee, hier. Aber bei Geographie kannst du, glaube ich, nicht allzu viel logisch schlussfolgern, zumindest ich nicht. Welchem Gebirge gehört die Zugspitze? Ja, das ist Allgemeinbildung und die fehlt mir in dem Zusammenhang. Kandidat 2. Hätte ich auch geraten. Auch. Gut, dann nehme ich. Ist wieder zu haben. Bestimmt das Karwendelgebirge. Alter, die anderen drei Namen habe ich noch nie gehört. Das Erzgebirge hat man jetzt schon mal gehört. Ja. Also, ich kann hier keine Punkte verlieren. Nee, das Wettersteingebirge bekennt es nicht. Oh, tatsächlich. Ach ja, das liegt an meinem Nerd. Wie heißt die Nerd? An der Nerd-Spielfigur. Der kennt sich damit nicht aus. Oh, das hatten wir doch. Ich weiß, das ist das Kap Ruhn. Völlig korrekt. Ja. Mhm. In welchem Quiz hatten wir das eben in der TV-Show-King-Party, glaube ich, ne? Kann, ja, ja. Welches dieser Länder hat die höchste Bevölkerungsdichte? Oh. Einfach ausschließen. Ach, nee, scheiße. Nee, dann wird es wahrscheinlich das sein. Dann eben nicht. Bisschen schneller. Oh, zu langsam. Zum Glück hast du zuerst gebassert, weil ich wollte nämlich China nehmen, aber das ist gar nicht zur Auswahl. Ja. Dann nehme ich für 111. Kandidat 1, Sie sind Belgien. Ast rein. Ja, auch nicht, ey. Ich kann das nicht nachvollziehen, dass du hier so Glück hast. Also, ich weiß auch nicht. Kreuz. Welches Symbol wird in vielen islamischen Ländern verwendet? Das weiß ich nicht. Das würde mich aber echt interessieren. Ach so, der rote Halbmond? Mhm. Grünes Kreuz, aber was Grünes ist auf jeden Fall in Amerika, glaube ich, ne? Der Euro nicht gesetzliches Zahlungsmittel. Kandidat 2 ist an der Reihe. Passt rein. Da hat er mal einen. Weil ich da erst vor kurzem war. Okay. Also gut, Schottland ist ja nicht Großbritannien, ne? Aber... Na, genug dran. Nee, die wollen ja, das doch, aber Großbritannien nicht. Die Schotten, die mögen das gar nicht, wenn man sie als Engländer bezeichnet. Ja gut, England und Großbritannien. Höchstens als Briten. Ja, ich wollte gerade sagen, Briten, ja. Genau. Ja. Überraschung. Und ab geht die Post. Was stellt dieses Bild dar? Kandidat 2 ist. Du weißt das schon? Reihe. Ja. Da warst du fast schon wieder zu spät, ey. Und es kann wieder gebastelt. Ja, dann ist es ja. Dann kann es ja nur eins sein. Nee. Ich hätte jetzt Rosengarten gesagt, weil ich ja rot so gesehen grün hab. Ja. Dachte ich jetzt Rosengarten. Was stellt dieses Bild dar? Nimm doch mal den Zeiger aus dem Bild, Mensch. Ich wollte auch gerade. Ja. Bestens! Ja. Hätte auch Skisprung am Anfang. Also, nee, obwohl das hätte nicht sein können. Nee, was stellt dieses Bild dar? Kandidat 2. Ich wollte gerade sagen, das ist mir zu naheliegend. Gut, manchmal ist das Offensichtliche einfach nur an der Farbe orientieren. Was stellt dieses Bild dar? Ach, scheiße. Ach, oh gut. Hä? Zum Glück warst du schneller. Dann ist das Kolosseum. Ja, danke. Das ist auch ein Schreibfehler, sehe ich gerade. Das goldene Dachl. Das goldene Dachl. Was stellt dieses Bild dar? Sowas von Salat. Hallo? Genau so ist es. So, zu guter Letzt. Kandidat Nummer 2. Wählen Sie eine Kategorie. Gott sei Dank. Okay, ich glaube, Geschichte bin ich noch schlechter als in Geografie. Kann ich mich nur blamieren bei. Okay, wir legen los. Wir legen los. Lord Greystoke. Na, das war ja wohl nicht das Gelbe vom Ei. Was weiß ich, der Auto oder was? Ach so, es ist beides, verdammte Axt, ja klar. Das nicht das Gelbe vom Ei. Raumfahrer. Ist es beides? Es ist beides, verdammt. Meier.
Keines. Schwaches Bild. Karl Schiller. Ist nicht unsere Kategorie. Ja, das war bestimmt nur einer. Also ja. Dichter auf jeden Fall, ja. Ich kenne mich nur in der Politik nicht aus. Nichts. D war Hallo? Was? Karl Schiller? Ist Schiller nicht ein Dichter gewesen? Ich bin verwirrt. Ja, Glückwunsch, Rufi. Ja, besten Dank. Folgendermaßen. Also. Ja, dann lass ihn mal abmoderieren. Kommt noch was? Ich glaube ja, ne? Wahrscheinlich die Siegerehrung für dich. Ja. Nur mal den Zeiger aus dem Bild. Was ist das Knöchelverzeichnis? Geht noch weiter. Ja, offensichtlich. Ja, kann ich jetzt auch nicht mehr lesen. Schwaches Bild. Ergänzen Sie. Ghoul, Pantene und Krisan sind. Weiß ich. Ja? Ja. Achso, wird denn der Leiste dran? Scheiße, wollte ich auch noch mitziehen. Na, das schau mal. Nichts. Achso, gut, auf jeden Fall, ja. Das bedeutet Döner-Kebab gemäß seinem Wortsinn. Keine Ahnung. Ich nehme das. Na, das war doch klasse. Also ich hab, also mit Fleisch habe ich einfach mal gedacht. Ein anderer Ausdruck, wofür? Würde ich auch nehmen. Ah, das war ja wohl nicht Gott. Das Gelbe vom Ei. Wer gilt minus, als der Schöpfer des... Ich hab schon minus, ja, 1000. Ja? Ja. Der. Nee. Nee, okay. Sie sollten sich mal ein bisschen anstrengen. Den jetzt letztes genommen. Sie fahren, um in Mordor Urlaub zu machen. Oh, das weiß man wenigstens. Wo ist es? Da. Achso, nee, das weiß ich nicht, ist Kroatien. Ja? Ja, ich wollte jetzt. Wer oder was sind Visier und Siel? Schnell, Rufi. Ja, ich. Visier und Siel. Wasche viel mit Siel. Achso, Waschmittel, ja, scheiße. Per Siel. Sag mir, wo die Blumen sind. Wo sind die Blumen? Ich sehe nicht, denn ich bin blind. Mädchen pflücken sie geschwind, das weiß nur der Wind, mein Kind. Das war ja Mädchen pflücken sie gespinnt, ja. Pflückchen. Ich kannte das nicht. Ich würde wahrscheinlich nur alter Schlager sein, oder? Weiß ich nicht, kenne ich auch nicht. Was weiß ich, was Regner jetzt platzierte? Das gelbe, nee, die. Das blaue. Was? Die rote Laterne? Welches Bundesland ist das flächenmäßig zweitgrößte? Eins von den beiden. Ja. Dann nehme ich mal das. Ja, wird es wahrscheinlich auch sein. Hey, verdammt! Super. Was ist denn das größte, Bayern? Ja, klar. Ja? Also bin ich jetzt voll ausgegangen. Ja, achso, ja, okay. Ja. Ja, ich würde jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, aber so gut wie bin ich davon überzeugt. Ja, müsste eigentlich, ne? Mhm. Und so sieht es nach der Finalrunde aus. Man kann immer noch weiterspielen? Weiß nicht, mach mal. Weiter? Nee, jetzt, nee. Okay. Dann mach ich meinen Zeiger aus dem Bild. Unser heutiger Gewinner ist Kandidat Nummer 1. Yes. Guck mal, das ist ein Turi-Alien, hat ein Fotobar dabei. Tja, und damit wären wir am Ende unserer Show. Herzlichen Dank an meine Kandidaten und auch an meine Assistentin Susi. Und meine Zuschauer und auch an dich. Ja, vielen Dank. Susi war wieder bezaubernd. Doch, Susi war ein Traum, ja. Ja, wie gesagt, danke fürs Zusehen, dir fürs Mitspielen und bis neulich. Tschüssing.